Oh mein Gott, was muss ich da lesen? Es haben Chewbacca und Jar Jar Binks Geschlechtsverkehr gehabt. Oh mein Gott. Ja, herzlich willkommen zu der Review von Star Wars 8, die letzten Jedi. Ich habe ihn endlich mal geguckt und ich muss vorweg sagen, Alter, ist das ein Brett. So, ja, und vorweg kann ich nur einfach sagen, wir fangen erstmal an mit der Storyline. Die Handlung ist auf jeden Fall meiner Meinung nach wirklich sehr gut gelungen. Und es gibt natürlich auch einige Twists, also Plot-Twists und natürlich einen kleinen Mindfuck-Moment, der sehr überraschend war. Und dazu bleibt auch nicht vieles offen, weil es werden einige Handlungsstränge nämlich geschlossen. Das finde ich sehr gut. Bei den Visual Effects bekommt man wirklich sehr bildgewaltige Aufnahmen als Zuschauer gezeigt. Und da kann man einfach nur sagen, die Visual Effects von Disney sind wirklich sehr gut umgesetzt. Da steckt wirklich eine Menge Kohle drin und das haben sie einfach saugut hinbekommen. Zu der Charakterentwicklung kann man nur eins sagen, es werden manche Charaktere ein bisschen mehr angeschnitten, manche ein bisschen weniger, also es bleibt sich im Gleichgewicht. Klar gibt es immer Charaktere, da würde man ein bisschen mehr gerne sehen, aber leider ist das nicht immer machbar von der Laufzeit, aber ansonsten fand ich das Gleichgewicht sehr gut. Ja, da kommen wir erstmal zum Tempo nochmal, das Tempo ist auf jeden Fall nicht schlecht umgesetzt. Er braucht ein bisschen, um warm zu werden. Klar, okay, man will jetzt nicht vielleicht gleich sofort epische Kämpfe haben, aber ansonsten braucht der Film schon einige Zeit, bis er warm wird. Aber es dauert nicht lange und dann kommen richtig geile, epische Schlachten und Raumschiff-Schlachten und dies und das. Und das ist einfach nur geil. Ja, ihr merkt auf jeden Fall, das sind schon diese Lobeshymnen, die ich hier auserkore. Das ist einfach ein geiler Film. Ist einfach so. Und dazu kommen auch noch natürlich die Settings und die Kostüme. Sei es wirklich die Planeten, wo sie drauf waren. Die ganzen geilen Kostüme von der ganzen First Order Seite. Oder halt den Rebellen, die Jedis und dies und das. Also ihr merkt schon, X-Wings sind vertreten. Da sind auch Sternzerstörer und neue Raumschiffe. Die sind einfach echt gut umgesetzt. Und ja, da hat sich mal einer wieder gut Gedanken gemacht. Ja, Schauspieler ist auf jeden Fall keine Oscar-Leistung. Aber da stechen dann so ein paar manche Leute wirklich gut raus. Das sind auf jeden Fall Mark Hamill. Natürlich Carrie Fisher, Gott segne sie. Und so ein bisschen Daisy Ridley. Wobei, eigentlich so kann man sagen, das sind so ein bisschen die und der Schauspieler, der fällt mir jetzt gerade nicht ein, von Paul Dameron. Ansonsten machen die anderen auch wirklich einen sehr guten Job und das muss man auch mal loben. Dann noch ein paar andere Lobeshymnen wird es natürlich in ein Fazit geben, aber kommen wir mal zum Contra. Das Contra ist auf jeden Fall so, manches Mal sind die Witze ein bisschen deplatziert. Ich fand sie witzig, so ist es nicht, aber vielleicht wäre es auch besser gewesen, wäre es noch ein bisschen düsterer gewesen. Der Film ist schon düsterer als Erwachen der Macht, das muss man auch wirklich so sagen. Ansonsten fand ich die Witze nicht schlecht, aber bei manchen werden sie wahrscheinlich sauer ausstoßen. Das kommt noch dazu, auf jeden Fall sind die Laufzeiten von 150 Minuten ist okay, ist ertragbar. Wie gesagt, das Tempo leidet jetzt nicht sehr unter dem Film. Das sind halt so kleine Mini-Makelpunkte, wo ich sagen würde, es gibt immer was zu nörgeln, wenn man was finden möchte. Aber ansonsten, was wirklich mir sehr herausstach, das ist wirklich die kleinen Logikfehler. Es war manchmal echt Logikfehler, aber habe ich nur gedacht, okay, ja, soll nicht so sein, aber das ist dann jetzt nicht so mega schlimm. Ansonsten, wie gesagt, fand ich den Film echt super gut. Und mein Fazit ist auf jeden Fall jetzt. Ja, Regisseur Rian Johnson hat seit längerem mal wieder einen richtig geilen Star Wars Film geschaffen, der sich mit anderen wieder so echt konkurrieren kann. Und dazu hat er wirklich ein Herzblutprojekt gemacht mit natürlich, klar, sehr viel Fanservice, wenn man dann ein bisschen drauf achtet. Da müsst ihr mal schauen, vielleicht beim zweiten Mal reingehen, dass ihr ein bisschen mehr drauf achtet. Und zu den Porks kann ich nur eins sagen, sie sind echt süß und sind nicht so nervig wie manche andere Charaktere aus dem Star Wars Universum. Ja, Leute, so, das war meine Review gewesen. Und natürlich kommt natürlich jetzt die Wertung. Da wartet ihr nämlich drauf. Und ich gebe dem Film eine 9 von 10 Punkten. Ja, was sagt ihr denn zu dem Film? Könnt ihr mal gerne in die Kommentare setzen. Das würde mich natürlich wieder immer, wie immer, interessieren. Und dann würde ich sagen, Leute, gebt natürlich ein Like dem Video. Gebt dem Video kein Dislike am besten. Weil ich hoffe mal, eure Macht ist mit mir. Und natürlich, klar, Abo wäre natürlich geil. Bringt mich immer weiter nach vorne. Wir haben ja bald die 700 geschafft. Und nicht vergessen, morgen kommt ein Gewinnspiel online mit Advent in Movie Land. Nicht vergessen, morgen einschalten, 15 Uhr. Und dann würde ich sagen, Leute, möge die Macht mit euch sein. Und ich ziehe jetzt mein Laserschwert. Und bis dann und schauen. Bam!